Hello again, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Keller neues Deluxe Pack Battle Ründchen mit Auflösung der Bestrafung, Freunde. Ja, meine Freunde, wir gehen heute in die zweite und wirklich finale Runde. Die letzte Folge, die ich ja mit Benji aufgenommen hatte, da wurde ja der Verlierer gekürt, möchte ich mal sagen. Ja, das war in dem Falle Benji. Oh! Ihr habt sehr, sehr viele Bestrafung in die Kommentare geschrieben. GG auf jeden Fall an der Stelle. Starke Vorstellung, meine Freunde. Wir haben uns ein paar rausgepickt. Das mache ich aber jetzt nicht alleine. Erstmal herzlich willkommen, nicht der Drachenlord. Metal-Leute. Noch ein Gaming, Metal-Leute. Ja, hi. Ja, geil. Wir haben uns das Ganze jetzt so vorgestellt. Benji hat sehr, sehr viele Vorschläge gesammelt. Wir haben uns nicht zusammengesetzt. Ich habe im Prinzip nur einen Beitrag dazu jetzt mit beigetragen. Benji hat die ganze Arbeit geleistet, seine Bestrafung quasi mit schon selber ausgesucht. Allerdings werden wir das Ganze so machen. Benji hat heute noch mal eine Möglichkeit, sich einen Gummipunkt zu verschaffen. Benji wird virtuell in seiner Folge dann dieses komische Rad. Glücksrad. Da, genau, dieses Glücksrad machen, wo die Bestrafungen drinstehen. Gewinnt Benji dieses Pack-Battle jetzt hier, was über zwei Folgen jetzt geht, bei mir und bei Benji natürlich, dann kann er sich eine Bestrafung von dem Board streichen lassen. Das kann er streichen. Was haben wir heute für Packs? Ist mir scheißegal. 81 plus. Also, es werden ein paar Special-Karten kommen, denke ich, ja. Gewinnt der Papa allerdings, darf ich ein zweites Mal drehen, wenn mir die Bestrafung beim ersten Mal nicht gefällt. Es ist so ein geiles Konzept, aber ich habe so Angst, Alter. Freunde, dafür doch schon mal eine schöne Bewertung da lassen. Hier würde ich mich sehr, sehr freuen. Ballert die Kommentare auf jeden Fall voll, ob ihr das feiert, ob ihr Bock habt auf die Gamescom-Zeit. Die Bestrafung wird auf der Gamescom natürlich im Video festgehalten. Da könnt ihr euch freuen. Wird auch zu Gamescom online kommen dann, ja. Also live vor Ort werden wir das Ganze fabrizieren. Wir haben bei Benji kommt die finale Folge. Hier. Soll ich aber die Bestrafung jetzt schon mal sagen? Punkt. Du schon kannst die Bestrafung ja schon mal anteasen. Ja, teaser okay. Es schon mal an, dass wir die Jungs kitzeln, weil bei Benji kommt die Folge am Samstag oder am Sonntag. Ja, auf jeden Fall im Kalender eintragen. Bestrafung Nummer 1. Der Verlierer muss auf der Gamescom mit dem Trikot seines absoluten Hassvereins rumlaufen. Bestrafung Nummer 2. Einen Tag auf der Gamescom im pinken Hasenkostüm oder anderer Ganzkörperanzug herumlaufen. Also ihr seht schon, wir steigern uns. Es gibt Medium-Sachen und es gibt harte Sachen dabei. Bestrafung 3. Der Verlierer muss bei der Gamescom einen Tag lang im Haus Diener spielen. Bestrafung 4. Der Verlierer muss an einen Stuhl festgebunden werden und darf von der ganzen Crew mit Wasserballons, Torten oder anderem Zeug beworfen werden. Bestrafung 5. Haare rosa färben und so auf die Gamescom gehen. Und dann haben wir den geilsten Kommentar, finde ich persönlich, der gemacht wurde. Aber der ist schon hart. Von Team Apfelstrudel. Der Walk of Pain. Dafür erstmal Mittelfinger an dich. 5 Stationen, welche sowohl psychischen als auch physischen Schmerz nach sich ziehen. Erste Station. 5 Gürtelschläge. Zweite Station. 2 Shots Wüstenschnaps. Drittens, 2 Magazine Nerf-Patronen ins Gesicht. Ich bin froh, dass Steinis alte Nerf-Gun kaputt ist. Viertens, eine eigene Entscheidung für die Strafe. Und fünftens, nochmal 2-mal FIFA 19 an die Community verlosen. Geil, einfach geil! Jetzt ist die Frage, rettet sich der junge Mann auf irgendeine Art und Weise? Oder aber gibt es das komplette Chaos? Und wir haben sogar 2 Versuche, dass er richtig in die Kacke greift. Aus. 15 Packs hier, 15 Packs bei Benji. Freunde, Link ist unten drin in der Videobeschreibung. Wie gesagt, bei Benji kommt das Video am Wochenende online. Ich werde aber den Kanal verlinken. Checkt das unbedingt ab, damit ihr im Hype seid. Ja? Schreibt auch sehr, sehr gerne mal in die Kommentare, welche Bestrafung euch am besten gefällt. Genug bla bla, Abfahrt Erna. 15 Sets, Freunde. Let's go. Starten wir mit dem ersten gemeinsam, ne? Jo. 3, 2, 1. Oh, achso, ich hab... Aha, schon, ja, er hat schon wieder. Er ist nervös. Ja, ich habe auch allen Grund dazu. Ich kann ja nicht mal Bestrafung an sich umgehen, weißt du? Das ist ja die Sache. Wir müssen ja auch Dings, wir müssen auch die Punkte aufschreiben wieder, ne? Ach ja, da war ja was. Oh, was? Freunde, die Punkte wie beim letzten Mal. Ja, ich muss mir nur einen Zettel holen. Also ich habe auf jeden Fall einen Punkt. Ja, ich auf jeden Fall nicht. Die Punkteverteilung, Freunde, seht ihr in der ersten Folge. Checkt die auf jeden Fall nochmal ab. Normale Karte 1, Punkt, Special Card 2, TOTS 3 und krasse Special Karte. Sowas wie Once to Watch Aubameyang, habe ich es noch hingekriegt, sind 4 Punkte. Ja, weiter geht's. Oh, okay. Okay, also. Ja, wir haben echt viel gelabert. Also, nächstes Pack. Let's go. Ja, mein erstes war übrigens kein Schleim. Ja, Pope, aber ist ja egal. 3 Punkte sind 3 Punkte, Freunde, oder? Wie seht ihr das? Bass, wir brauchen Bass. Bass. Skin, Alter.
Na, egal. Ja, gut, wenigstens hast du schon 4 Punkte nicht. Ey, das geht ja wieder geil los. Geil, einfach geil. Oh, drittes Pack bei mir jetzt. Komm schon. Ja, bei mir auch. Ballert auch die Kommentare mal voll, Freunde, yes! Wie ihr die Sets findet. Ich finde die echt geil. Ich finde yes! die wirklich geil. Komm, ballert. Oh, toll. Aua. Aber egal, I'll take that. I'll take that. Nice. Lecker. Da ist der erste Tots und damit der Ausgleich. Nee. Na gut. Achso, bei Tots ja. Bei Tots so, ja. 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 Achso, ja, und ich hab sogar einen Strich bei Special nicht gemacht. Das darf natürlich nicht sein. Oh ja, mach. Digga. Ist da ein Tots? Blau mit Gold ist Tots, oder? Ah, halt Jemine. Der Maul. Halt der Maul. Ach, halt Jemine. Mariano! 90er, immer Stürmer von Olympique Lyon. Ah ja, ja, oder? 90, ich hatte auch Olympique Lyon gerade. Also 90 ist gerade die Messlatte, hatte ich auch. Gibt's ja, kann ja wieder sein. Komm schon. Also stimmt, bei... Tot! Oh! Und Miranda noch drin. Oh mein... Doppelstrich! Ach, Ronaldo ist ja Stürmer. Oh Gott, ich hab LF Portugal. Ich hab gerade kurz einen Schock gehabt. Ajota, also, egal. Tots, noch einer. Also wenn die Streak so anhält, dann ist ganz chillig. Der nächste Tots. Also, ich sag mal, hier ist Rambazamba. Oh mein Gott! Jetzt hab ich auch Portugal gehabt. Und noch links. Einer! Guedes, guter Mann. Sterling. Boah, nicht den schlecht. Das Special, nee, noch nicht, ne? Nee. Banega ist auch Schlitz, ne? Also bisher habe ich eine gute Streak. 3 Tots hintereinander. Oh, die gelb-lilanen, das sind so die dezent geilsten, ne? Alter, die 81er sind ja richtig geil. Was ist das? Man of the Match? Nee. Samuel Eto'o. Schlitz. Ja, da hat man viel mehr Punkte als ich hier, Alter. Eventuell. Komm, Tots, bin halt einfach der krasseste. Ja, Tots, geil. Boah, schöne Karte. Oh, Salah, besondere Special Card. Ja, Salah, Tots, Alter. Safe, besonders. Stark. Oh mein Gott, ich glaube, ich hab den schon. Der ist natürlich bitter. Ah! Geil. Geiles Set, Joe Hart im selben. Hey! Und ich hab Salah noch nicht. Geil. Ich mach weiter geil. Ich mach weiter mit so einer pink-gelben. Aber es ist gut. Cassias 95. Was, der hat 95? Und der nächste Tot sind das geile Packs. Also die bocken richtig, ne? Boom, Mahrez. Die bocken richtig, Alter. Cassias ist keine besondere. Bei besonderen reden wir wirklich von krassen Leuten. Ja, Cassias ist zwar eine aktive Legende, aber bei Sachen wie Mbappé, ja, so Hype-Gedöne halt, ja. Ich 6 oder so? Weiß ich gar nicht. Oh, ist das Path to... Keine Ahnung. Ich nenne die mal... CDB 88 Special. Was ist denn jetzt los bei mir, Alter? 2 Packs hintereinander, nichts. Zack! Doch nicht, ey. Come on! Bin ich schon wieder sichere Lachs hier gefühlt. Mal sehen, ob die zweite Folge heute wieder reinscheißen wird oder gut sein wird. Okay, wie viel hast du noch? Ey, drittes Set, wo nichts drin ist! Was ist denn jetzt los? Ja! Wie viel hast du noch? 5. Ja, ich hab noch 3. Komm schon, gib mir das. Ich glaube, du führst. Ja, jetzt habe ich auch nichts drin. Kacke, bin mir nicht sicher. Das sind minimale Punkte, Digga. Weil vor allem für den Zahn habe ich ja nur 4 gekriegt. Nein, Alter, wieso? Uff, Alter. Das gibt's doch nicht, ey. Ich hab noch 3 Stück. Ah, ein 4. Komm schon. Komm, Müller. Komm schon, bitte. Jawohl. Oh, ist das etwa ein Team of the Season? Das gibt's nicht, Alter. Oh, yeah. Das gibt es nicht. Marriott, ist scheißegal, ob er 84er Tots ist. Tots ist Tots. Mann! Ich brauche noch einen Tots, Alter. 3 Sets, Alter. Komm schon. Road to Walk of Pain streichen. Ja, Mann! War der wichtig?
Ich hab noch schon zwei. Schon wieder Bailey, Alter. Schon wieder Bailey. Oh ja, der andere war tradable. Ich hab noch zwei Stück. Ja gut, ich auch noch zwei. Dann können wir die ja gleichzeitig öffnen. Ja, alles klar. Dann öffnen wir in 3, 2, 1, Abfahrt. Abfahrt. Als wird eine ganz... Oh, Bildfehler, ja, und trotzdem, ja. Schlitz. Oh, normaler Schlitz. Kacke. Ja, ich auch. Alter, da wird eine ganz Scheiße. Heiße Kiste hier, glaube ich. Och, du Scheiße, Alter. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das geiler findet von der Spannung her, wenn wir die Punkte nicht einblenden oder ob wir sie einblenden sollen. Würde mich mal so an sich interessieren. Die Leute können ja im Prinzip selber mitzählen. Ja, genau. Weil so bleibt ein bisschen die Spannung, Mann, wenn wir es nicht einblenden, finde ich. Okay, letztes Pack, ne? Ja. 3, 2, 1, bitte, bitte! Nein, kein Schlitz! Ja, nein, scheiße, ich Idiotenkind, Alter! Aber immerhin Special! Ah! Philippe Anderson, diese Foot Birthday-Karte da, ZOM. Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Gespannt, Alter. Ah, und Horn! Wichtig, ich sag, ich bin durch. Oh mein Gott, Ich sag, ich bin durch. Ach du Scheiße. Wir zählen mal für uns ganz kurz zusammen, Freunde. Okay. So, Freunde, wir haben jetzt durchgezählt. Also, es sind krass viele Punkte. Aber das macht die Sache ja spannend. Ich glaube, es wird eng. Ich weiß, ich hab überhaupt nicht im Kopf, wie viele du hast. Sollen wir in 3, 2, 1 einfach beide sagen? Okay, können wir machen. Regie, Trommelwirbel, danke. 3, 2, 1, 27. Nein! Halt die Fresse! Nein! Nie im Leben! Halt Maul! Hast du nie mich mit dem letzten Pack gerade gerettet? 7, ey, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Ich habe 4 normale Schlitze. Ich habe 2 Special-Karten. Sind schon mal 4 plus 4 sind 8. Sind 5 Tots, die ich gezogen habe, sind 15 Punkte. Plus eine besondere Special Card sind 4 Punkte, gibt 27. Ich habe 9 normale, 3 Special, 4 Tots. Ich fass es nicht. Das gibt's aber. Mein Gott! Also spannender geht's dann auch nicht mehr. Ja, dein letztes Pack! Ja, ich wusste nicht, Alter. Ich habe ja deine Zahlen gar nicht im Kopf gehabt. Ich will diesen Doppelspinner haben, Alter. Somit gehen wir mit 0 rein bei Benji. Ja, mehr Spannung geht nicht. Alter. Ja, wir sehen uns am Wochenende. Ich denke mal Samstag wieder. Safe, 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 Freunde. Wie gesagt, ballert die Kommentare sehr, sehr gerne voll, was euer stärkster Spieler daraus war und ob ihr die Sets aktiv gemacht habt. Die sind ja jetzt, meine ich, weg. Ja, ich hoffe, dass die nochmal wiederkommen. Ja. Ich hoffe, dass die nochmal kommen. Die waren sehr, sehr nice. Oder nee, ja. Sogar Dienstagabend sind sie weg. Ja. Ja. Ach, freut euch auf das Video bei Benji. Also ich werde jetzt alles geben. 15 Sets verbleiben, dass wir nochmal hier Attacke machen werden. Alter! Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch ja nochmal viel, viel Spannung, viel, viel Spaß. Gute Restwoche. Bewertung nicht vergessen. Überlass Benji das Schlusswort. Ja, bis Samstag. 100%ig. Weißt du, was treuer ist? Auf jeden Fall. Ich bin treu. Yes, very nice. Logisch.